Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge The Long Dark. Wundert euch nicht, warum ich hier gerade im Menü stecke, weil, ja, wer die letzte Folge hier gesehen hat, der würde wahrscheinlich wissen, denn es sieht ja momentan doch recht schlecht aus um uns. Wir haben ja diese trostlose Marschland im letzten Part nun verlassen und sind zu diesem Rätselsee-Zuglinie rübergelaufen, wo sich meiner Meinung nach eigentlich, also ich habe da nichts großartig gesehen. Da befindet sich also tatsächlich nichts, in meinen Augen jedenfalls. Ich habe da nichts gesehen und ja, wir sind jetzt auf dem Weg zurück, da ich ja noch nicht mal so schlau gewesen bin, mir noch lieber einen Schlafsack mitzunehmen. Nein, das hält Felix natürlich gar nicht für möglich, für nötig, für möglich. Und ja, jetzt sind wir halt auf dem Weg, wenigstens wieder dahin zurückzulaufen, wo wir, ja, wo wir die Hütte hatten und die Sachen da getrocknet hatten, als wir noch im See da eingebrochen waren. Also wer die letzten Folgen nicht gesehen haben sollte, der sollte sich die anschauen. Am besten eigentlich von vorne. Weil mittendrin sowas zu gucken ist immer natürlich ein bisschen blöd bei so einem Survival-Game hier, so Long Dark. Nach wie vor wirklich richtig, richtig schön gemacht. Aber nun gut, wir sind jetzt wieder, wie gesagt, auf dem Weg zurück zu dieser Hütte. Ich hoffe, dass ich die überhaupt noch wieder finde. Ja, und natürlich freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt hier bei einer neuen frischen Folge. Und lasst mich jetzt hier bitte rüberkommen. Okay, es geht noch. Aber ich frage mich jetzt, da ist hier auch die ganze Zeit, da war im letzten Part auch schon, ne? Ist jetzt hier total, total neblig alles. Ist jetzt natürlich auch nicht so schön, sichtmäßig jetzt, meine ich natürlich. Da so ein Fels. Aber es war ja definitiv irgendwo hier am Rand. Oder so ziemlich am Rand. Ich hoffe nur, dass wir jetzt hier auch die richtigen Wege treffen, damit wir hier überhaupt rüberkommen. Das, ja, das sieht schon wieder nicht gerade sehr schön aus. Nein. Da geht doch schon wieder los. Verdammte Axt, ey Mann. Boah, wir können nicht mehr. Hells geht zwar noch nicht runter, aber ja. Die sieht ja ein bisschen heller aus, ne, oder? Nee, eigentlich nicht. Alter, ich will hier, wie gesagt, ich will hier nicht nochmal einbrechen. Ich weiß gar nicht, wie wir gelaufen sind, ob wir überhaupt hier, ja, hier lang gekommen sind. Sind das die Spuren von Ehmt, oder? Doch, da ist der Fels. Doch, da. Ja, wir sind von da eben gekommen. Ich glaube, wir müssen auch da wieder hin zurück. Wir müssen hier versuchen, rüberzukommen. Genau, da sind die Spuren von Ehmt. Lass mich hier bitte rüberkommen. Ja, okay, okay, okay. Und jetzt hier vielleicht irgendwie lang. Wir müssen uns jetzt natürlich hier wieder erstmal ein bisschen ausprobieren. Oder ich vielmehr. Ich. Um die Stelle zu finden, wo wir überhaupt, ja, hergekommen waren. Lass mich da bitte finden. Da sind immer noch die Gleise. Was sagt die Uhr? Okay, es geht noch, es geht noch. Ist jetzt so, ja, Nachmittag. Kurz Nachmittag. Das geht eigentlich noch. Ich hoffe nur, dass wir das finden. Lass mich das bitte wieder finden. Lass mich da hinkommen auch überhaupt wieder. Oh ne, ich sehe wieder nur See vor uns, ne? Natürlich. Natürlich. Aber warte mal, da ist so eine kleine. Nee, hier komme ich doch niemals rüber. Niemals. Ich kann ja jetzt auch nicht mal mehr laufen. Aber da kommen wir rüber. Da kommen wir rüber. Das sieht gut aus hier. Alter, ich höre hier die ganze Zeit irgendwelche, irgendwas schnaufen. Und das so neblig ist. Das hat ja doch auch immer so ein bisschen. Wenn das jetzt schon so, ja, so, dunkler wäre, ein bisschen, dann hat man ja hier auch so ein bisschen
Atmosphäre vom Horrorspiel sogar, ne? Mit bei. Finde ich jedenfalls. Sehr cool gemacht alles auf jeden Fall. Ey, wo war denn da? Wir waren doch noch an so einer Stelle gewesen, wo hier so ein Boot war und sowas alles, ne? Wie sind wir hier mal Stamm? Sind wir da rüber gegangen? Über den Baum hier? Und dort. Ich weiß nicht mehr, wo wir. Los, geh auf hier. Ich gehe jetzt hier einfach mal rüber. In der Hoffnung. Nein, 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 nein! In der Hoffnung, dass wir hier vielleicht doch noch wieder irgendwo ankommen. Da ist es wirklich ein bisschen fatal gerade, ne? Dadurch, dass hier auch noch neblig ist. Ist jetzt für mich gerade natürlich richtig scheiße. Scheiße! Oh nein, hier bin ich doch wieder total verkehrt, oder was? Wie soll ich da jetzt wieder rüberkommen? Hier ist doch wieder alles. Okay, es geht, es geht. Ganz ruhig, Felix. Noch ist nichts verloren. Das geht ebenfalls. Ob wir da rüberkommen? Ey, ich verlaufe mich hier doch bestimmt. Ich renne doch hier jetzt bestimmt schon wieder im Kreis, oder was ist los? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe so langsam irgendwie ein bisschen das Gefühl. Oh nein. Wo ist die Hütte? Wo ist denn die Hütte? Schade, dass man die anderen Spuren jetzt auch nicht mehr sieht, ne? Die müssten ja demnach eigentlich auch noch sein. Weil es war ja nur nicht. Es hat nicht geschneit, es war kein Sturm. Eigentlich müsste man die ja auch noch wieder sehen. Vielleicht sind die ja tatsächlich noch da und ich gehe jetzt hier einfach bloß die ganze Zeit schon total falsch. Okay, warte mal. Hier ist wieder ein bisschen heller, das Eis. Hier dürften wir doch rüberkommen, oder? Ja. Hier kommen wir rüber. Hier ist. Warte mal, hier ist so eine Anhöhe. Ja. Aber nein. Ich glaube, ich finde das nicht mehr. Ich finde das nicht mehr, ey. Ich suche jetzt schon hier mal auch ein bisschen die Spur. Die Spuren. Warte mal. Das kommt mir jetzt gerade ein bisschen bekannt vor hier, doch. Oder? Weil das war doch wirklich schon doch mehr am Rand so gelegen, ne? Die Hütte. Wenn sich der Nebel. Der Nebel verzieht sich. Was sagt die Uhr? Okay. Okay, ich glaube, oh Mann, scheiße. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nach da soll oder zurück. Lieber nochmal kurz gucken. Ich gehe jetzt hier mal hoch. Vielleicht mal von oben irgendwie versuchen zu schauen. Eventuell. Ich meine, gut, richtig weg ist der Nebel jetzt nicht. Er hat sich ein bisschen gelöst, ne? Was ist denn da oben? Das hat einfach nur ein. Nee, ist einfach auch nur so ein Fels, ne? Ist das da nicht? Nee, Mann! Scheiße, ey, Alter, ich bin verloren. Oh nein. Ich weiß wirklich gar nicht mehr, wo das war. Weil es sieht so aus, wenn man da hinten eigentlich auch noch lang kommen würde, ne?
Oder wenn wir jetzt auch den Platz gar nicht mehr finden würden, aber wenigstens irgendwo, wo man schlafen kann. Das würde mir jetzt im Moment schon reichen. Okay, ist ein bisschen hoch. Das ist doch ein bisschen hoch. Ich habe nämlich auch keinen Bock hier irgendwo abzurutschen. Weil ich denke mal, wenn wir so weit runter krachen, dann, ja. Dann wart das auch. Und hier war ich doch noch nicht. Ich probiere jetzt, komm, was soll's. Ist jetzt eh auch egal schon. Mittlerweile. Die Hälse nimmt jetzt auch langsam ab. Ja, einen kleinen Balken haben wir schon weg. Das ist nämlich das, was ich hier gerade sagte schon. Ich glaube, hier kommt man auch rüber. Über den Baumstumpf hier wieder. Den Baumstamm. Genau. Wir gehen hier einfach mal lang. Das sieht schon krass aus, ne? Ich finde das echt geil gemacht. Diese malerische Grafik so. Wenn man das denn so nennen kann, darf, möchte. Auf jeden Fall sieht es aus wie so ein, ja, ist wie gemalt eben so. Und ich finde, das hat aber auch so sein Charme. Ne? Hat ja auch was. Ist nicht immer das, ja, so wie es heute halt eben ist. Mit der Mega-Grafik. Das ist ja wirklich. Da denkst du ja bei manchen Spielen heutzutage schon, Alter, als wenn du einen Film guckst. Was natürlich auch schön ist, ich liebe da total auch so eine Grafik, ne, die richtig mega gemacht ist. Bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan von. Aber ich finde halt, dass hier auch so sein, ja, sein Charme hat eben. Ist auch mal was Schönes. Aber was jetzt im Moment noch viel schöner wäre, ist, wenn ich was zum Schlafen finden würde. Aber von hier oben hat man halt einen guten Ausblick eigentlich. Müssen wir das doch hier irgendwann mal finden, oder nicht? Ich bin der Meinung, dass das ja eher so am Rand war. Und wir befinden uns ja eigentlich demnach am Rand dieser Region jetzt hier. Irgendwo muss das doch jetzt hier denn kommen, oder was? Oder was ist los, Alter? Irgendwo muss das doch jetzt immer sein. Wir schauen jetzt hier nochmal. Es kann doch nicht wahr sein. Natürlich fängt jetzt an, meinen Fuß zu jucken. Ey. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mich hier so doch tatsächlich so dermaßen verlaufe. Ich meine, ich weiß, wie wir zurückkommen. Zum Rätselsee, zur Hütte. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber wenn, dann müssten wir jetzt langsam mal angehen, ne? Weil, ja, wie ihr seht, die Sonne geht gleich unter. Und ich denke mal doch, wenn wir das angehen, dann sollten wir das jetzt machen. Ich meine, wir gehen jetzt eh schon in dieser Richtung. Von daher, wir bleiben jetzt hier noch ein bisschen am Rand, um eventuell doch nochmal ein bisschen zu gucken hier. Ob das hier vielleicht doch noch kommt. Was war das eben? Geradezu. Nehmen den Baum hier gerade. Mittig jetzt der Baum. Daneben hat doch eben. Da hat doch gerade was geleuchtet, oder nicht? Wie mit so einer. Mit so einer. Oh, wir sind da! Ja, ich hab die gefunden! Alter, jetzt muss man irgendwie runterkommen hier. Oh, danke. Hier sind bloß Rehe. Da sind auch wieder die Heuballen oder Strohballen. Ey, brech dir jetzt hier bloß nicht, Kollege. Ganz sachte. Ganz sachte. Dafür habe ich jetzt gar keinen Nerv mehr. Da wird die hier nur noch verarzten müssen wieder. War das nicht da sogar? Nee. Ein bisschen weiter nach da, ne? Wo das Häuschen ist. Mit dem Spitzdach.
Alte Heimat der Familie Spence. Wir sind wieder da, Leute. Wir sind wieder am Rennen. Oh mein fucking Gott. Ich hätte ja wirklich schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass wir die überhaupt noch wieder finden. Aber nun gut. Wir sind wieder da. Oh, danke, lieber Gott. Danke, danke, danke. Wir müssen uns sofort hinlegen. Nee, wir müssen erstmal noch was trinken. Speis und Trank. Erstmal was essen, ne? Der Müsli-Riegel ist sowieso nicht mehr so dolle. Ja, ich weiß nicht, sollten wir uns das noch reinhauen? Komm, ich probier's einfach mal. Jo, ist alles gut. Dann trinken wir noch was. Ja, okay, das haben wir. Jetzt wird eh gleich Abend. Hier packen wir uns erstmal gleich wieder 12 Stunden hin. Alter, ey, zum Glück. Zum Glück. Also, wie gesagt, ich hätte schon gar nicht mehr damit gerechnet, ob wir das finden. Ich war jetzt schon voll drauf fix. Voll drauf fixiert. Ein bisschen können wir noch schlafen, ne? 2 Stunden? Ne? Eine? Auch nicht? Ja, dann müssen wir eben. Wir warten nochmal 2 Stunden, dann sollte doch schon wieder hell werden, oder? Okay, es wird wieder hell. Ja. Wir haben eine Trophäe bekommen. Die heißt jetzt, der Mond ist aufgegangen. Aber der ist doch gerade untergegangen. was wollte ich jetzt? Ach so. Natürlich erstmal wieder hier zum Crackerfach greifen. Die Salzcracker, die hauen wir uns noch hin. Dann sind wir wieder fast voll. Nehmen wir noch ein bisschen Trockenfleisch, Beef Jerky. Trinken wir uns noch mal voll. Zack. Wer hätte es denn gedacht? Wir haben noch 5,5 Liter Wasser. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt möglichst viel mitzunehmen. Das Seil auf jeden Fall. Und dann suchen wir uns hier am besten noch das Nötigste wieder raus. Also die Sachen, die wirklich am wichtigsten sind, meiner Meinung nach, am wichtigsten sind so hier die Arbeitshandschuhe. Gut, die finden wir da auch immer noch wieder. Arbeitsstiefel. Wir brauchen ja sowieso, wenn denn eher Sachen, die, ja, die Munition auf jeden Fall. Sachen, die, uns warm halten. Hier, der Metallschrott nehmen wir mit, definitiv. Schlafsack. Ja, da tut mir leid, die muss ich beide mitnehmen. Schutzhandschuhe. Tannenholz würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen, aber falls wir doch nochmal irgendwann herkommen, haben wir hier gleich noch was. Ein bisschen Holz, ein Dosenöffner. Ich glaube, den lassen wir auch hier. Hier hätten wir noch eine Daunenweste. Ja, das Buch ist eigentlich auch nur noch zum Heizen gedacht, ne? Aber na komm, was wir noch mitnehmen können, das nehmen wir auch mit. Voll. Verdammt. Haben wir noch irgendwas, was wir. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas drin, was wir nicht so wirklich brauchen? Das wird erstmal gleich getauscht. Dann nehmen wir uns den mit. Oder sollten wir vielleicht. Nee, wir sollten vielleicht doch lieber einen guten hier lassen, ne? Ja, machen wir auch. Ach komm, die lassen wir auch alle hier. Dann haut's nämlich hin mit dem Gewicht jetzt. Das finden wir ja auch immer wieder. Und ich würde sagen, wir werden mal zusehen, dass wir zurück zum Rätselsee kommen. Und wenn wir nämlich da wieder drinne sind, dann wart ihr auch gar nicht mehr so weit bis zur Basis von uns, die Basis. Aber wir gehen jetzt hier nochmal ein Ründchen rum erst. Warte mal, wir sind jetzt wieder gut drauf, ne? Ja. Die Sonne geht gerade erst auf. Momentan ist ja noch. Ach, ist ja krass, hat sich ja jetzt erst. Man sieht ja sogar die Spuren von den Tieren. Ist ja geil, das sieht hier. Das ist jetzt aber ein Hirsch, ne, oder? Wenn meine Freundin jetzt hier wäre, die hätte mir wahrscheinlich gleich sagen können, was das ist. Ich sehe das immer nicht. Doch, das ist bestimmt von ihm hier. Ja, die ist ja die, also die kennt sich mit Tieren auch sehr aus. Gerade auch mit Hunden. Die mag sehr gerne.
Hallo? Geht er hier mal rüber? Na. Aber das nur mal so am Rande erwähnt. Ey, Alter, brech dir jetzt hier los nicht. Er ist ja immer sehr empfindlich, was sowas angeht. So wie in der. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Wo er sich gleich das Handgelenk gebrochen hat, bloß weil wir ein. Ja, der war jetzt nicht mal großartig steil. Arbeiterbaracken war. Aber hier waren wir schon, ne? Oder? Oh, ein Hammer! Alter, den müssen wir mitnehmen. Wir tragen jetzt zwar ein bisschen sehr viel wieder mit uns rum. Na komm, da muss er packen. Was haben wir hier noch? Stoff. Mitnehmen. Oh geil, wir haben Hammer gefunden. Das brauchen wir ja bestimmt alles sowas. Zu schwer, ja scheiße. Das brauchen wir nachher, vermute ich ganz stark mal. Wenn wir uns noch halt, ja, diverse Sachen craften. Sprich, an der Schmiede oder so. Die hätten wir da ja sogar gehabt, ne? Wo wir halt die Sachen getrocknet haben. Da war ja so. Da war ja so was. Das hat jetzt hier bitte nicht. Okay, es. Alter, geh rauf, ja! Es geht. Und jetzt sind wir hier so ziemlich am Rand. Da müssen wir eh bleiben. Weil, wie gesagt, das Vorhaben ist ja jetzt eigentlich nur noch. Einfach nur noch wieder raus hier und. Möglichst schnell versuchen, zur Hütte wieder zurückzukommen. Zur Basis, zur Hauptbasis. Dazu müssen wir aber auch erstmal wieder bis zu den Schienen kommen. Das heißt, es ist doch noch ein ganz schöner Weg. So wie es ausschaut. Nimmt das denn jetzt schon wieder ab, das Gewicht? 70. 66 können wir tragen. Wir werden jetzt wahrscheinlich schneller müde dadurch auch wieder, ne? Ist ja irgendwo normal, ne? Wenn du mehr trägst, hast du ja eben auch mehr zu tun, ne? Dadurch, der Körper ja auch an sich und dann mehr zu schleppen hat. Denn, ja, dann bist du abends auch halt mal ein bisschen mehr geschafft, als wenn du nur die Hälfte getragen hättest. Ist ja logisch, ne? Ist ja logisch. Ich glaube, wir gehen da hinten hoch. Ah, guck mal, hier liegt eine Leiche. Federn. Da noch eine. Die nehmen wir mit. Antiseptikum. Die nehmen wir mit. Alter, wie geil wäre das jetzt, eine Knarre zu finden bei dem Typen. Aber wieso, wie kommt der hier jetzt überhaupt her? Warum liegt der hier? Ist hier was in der Nähe? Und wie viele Zweige hier auch sind. Ne, ich finde das einfach nur geil gemacht. Das macht so Laune, das Game. Finde ich wirklich, wirklich super, dass sie das für die PS4 auch rausgehauen haben. Da hatte ich mich so gefreut. Wo ich das im Store schon gesehen hatte, ich denke, was? The Long Dark? Alter, geil, da brauchst du doch. Und schwuppdiwupp, runtergeladen und losgezockt. Junge, Junge, die Vögel dringen hier auch wieder alle durch. Jetzt sollten wir doch aber so langsam mal da sein, ne? Bei der Bahnschiene. Ich denke immer, manchmal, das ist ein Rucksack, aber. Dann stellt sich heraus, dass doch nur ein Stein ist. Schade. Okay, wir müssen. Alter, ist doch. Ey, ist das wirklich so weit gewesen? Ich kann mich ja gar nicht mehr dran entsinnen, ob wir so weit gelaufen sind. Also von den Bahnschienen aus jetzt, meine ich. Ja, und das sieht doch so aus, als wenn man da hinten auch noch hochkommen würde, ne? Aber ich denke mal, hier werden wir genauso viel Glück haben wie bei der Rätselsee-Zuglinie. Da wird wahrscheinlich nichts sein. Da ist aber ein Rucksack. Das ist ein Rucksack. Jawohl! Der ist wahrscheinlich leer! Nein! Schimmelige Salzkräcker, na toll. Oh, aber noch ein, ja, Müsli-Riegel, ein frischer. Na gut. Essen haben wir auch wieder ein bisschen. Trinken ist ja noch vorhanden. Ein Glück.
Mehr als 5 Liter haben wir ja noch. Kann ich hier rübergehen, bitte? Bitte, bitte, bitte. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, jetzt mal ein bisschen sparsamer sein mit dem Laufen. Ein bisschen sparsamer sein. Okay. Die Hälfte ist wieder runter. Sprich, die Müdigkeit nimmt wieder zu. Und ich sehe noch immer nicht diese ollen Masten, diese Strommasten. Oder doch? Kann auch sein, dass ich mich ein bisschen täusche gerade, aber so wirklich sehen? Ja. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Scheint doch noch ganz schön ein Stückchen zu sein und hier kommen wir doch bestimmt nicht rüber, oder? Ah, na, 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 bleib ruhig. Hier ist wieder schön hell, hier dürfte es gehen. Okay, da, so kann man sich das auch immer ganz gut merken. Ist das Eis ein bisschen heller? Sprich, mehr mit Schnee bedeckt wahrscheinlich. Und dadurch dicker gefroren oder fester gefroren eben oben. Da können wir rüber. Finde das auch wirklich sehr schön gemacht mit der Musik. Hier liegt doch schon wieder eine Leiche, na klar. Oh, Sardinen. Sehr gut. Windjacke. Da noch eine weitere Feder. Das ist gut, dass wir die finden, ne? Oh, guck mal, hier sind noch mehr. Können wir uns ja schön Pfeile mitbauen. Und dann gucken wir mal noch, was im Rucksack ist. Ausnehmen. Aha, in freien. In freier Wildbahn. Band 1. Okay, super. Ja, seht ihr, das habe ich noch gar nicht hinzugefügt, ne? Also in der letzten Folge hätte ich euch das schon sagen müssen. Da habe ich ja dann, während die Sachen noch getrocknet sind, sagte ich ja, das mache ich zwischen den Folgen, habe ich noch ein Buch durchgelesen gehabt hier bei dem Spiel. Da war, was war das? War das Nähen? Ich glaube Nähen. Ne, Flicken. Flicken? Ja, Flicken. Na, ist ja halt Nähen, sage ich jetzt mal. Das haben wir noch gelernt. Das hat 5 Stunden gedauert. Also hier im Game, ne, die Spielzeit. Und ja, haben wir ein bisschen hochgeskillt. Habe ich euch noch gar nicht erzählt gehabt, Mensch. Ja, man kann ja auch mal was vergessen, ne? Boah, jetzt wird der Typ schon wieder müde oder was? Ey, komm, Alter, mach keinen Scheiß. Jetzt geht das schon wieder los. Also mit der Müdigkeit ist doch noch ein bisschen... Das haben sie noch ein bisschen übertrieben gemacht, meiner Meinung nach. Weil... Als wir losgezogen sind, ist die Sonne gerade aufgegangen. Jetzt ist nicht mal Mittag. Und der Typ ist schon wieder... Ja, da ist schon wieder mehr als die Hälfte runter. Das kann nicht sein. Das finde ich ein bisschen... Ja, übertrieben halt noch. Das, also wenn sie das nochmal irgendwie fixen würden, das wäre ja super. Patchen, wie auch immer. Ah, jetzt liegt aber da sind sie, da ist die Schiene. Und da ist auch der Tunnel, ne, gleich. Dann. Ja. Und dann ist es auch gar nicht mehr so weit. Komm, das packen wir. Das will ich jetzt auch noch schaffen in dieser Folge. Jetzt wird hier auch wieder ein bisschen... Nicht nur Schneefall, sondern auch ein bisschen stürmisch wieder, ne? Hab ich so das Gefühl. Ja, uns wird auch kalt. Aber ich muss sagen, der Typ ist doch ganz, ganz schön hart im Leben. Er zieht bisher doch ganz gut durch. So, jetzt können wir wieder laufen. Ein Stückel laufen. Und wir verlassen das trostlose Marschland Richtung Rätselsee. Ein Glück sind wir hier wieder weg. Oh mein Gott, ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass wir hier wieder weg sind. Ja, aber somit haben wir halt das hier schon mal ein bisschen abgegrast alles, ne? Und ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass es hier nicht großartig... dass es hier nicht großartig was geben wird. Weiteres. Hier waren wir ja dran, ne? Dürften leer sein alle, ne?
Ja. Die sind alle leer. Erstmal wieder, wie gesagt, zurück zur Hütte. Was liegt da noch? Keine Ahnung. Ich dachte jetzt vielleicht, das ist eine Feder. An dem Rucksack, das weiß ich noch, da waren wir dran, ne? Da waren wir dran, ne? Das sagt eigentlich. Oh nein. Weil er schon wieder so müde ist, ne? Oh, jetzt geht das schon wieder los. Ich müsste jetzt vom Prinzip her schon was ablegen wieder, ne? Weil Hunger und Durst haut ja hin. Das ist wirklich immer nur die Müdigkeit bei ihm. Ich meine, klar, das wird jetzt auch damit noch zusammenhängen, weil wir halt sowieso von vornherein schon ein bisschen viel Gewicht mehr mit uns rumgeschleppt haben. Aber, ja, gut. Nimmt jetzt halt auch immer mehr ab. Den Hammer, den möchte ich auf gar keinen Fall wegschmeißen. Dann müssen wir jetzt halt probieren, so zurückzukehren. Oh, das ist doch ganz schön weit noch, ne? Ich weiß nicht, ob wir. Ne, kommt, das machen wir anders. Ah, ne, okay. Wir können ja immer wieder noch ein bisschen laufen. Dann geht's ja auch noch. Dann geht's ja auch noch. Nee, da ziehen wir jetzt auch durch. Was soll's? Was soll's? Da müssen wir jetzt. Da muss er jetzt mit durch. Der gute Klausi. Ich würde sagen, wenn ich nämlich da bin. Ja. Wenn ich da bin. Wenn wir das dann noch schaffen. Ach Gott, oh Gott, da vorne war jetzt noch ein Wolf, ne? Oder was? Nein! Lass den bloß nicht hierher kommen. Geh da rüber, über die Bahnschiene und dann verschwind wieder. Can't feel my feet. Ach du großer Gott. Er spürt seine Füße nicht. Oh! Warum ist ihm denn jetzt auf einmal so kalt? Wir haben noch so eine gute Sachen. Okay, er scheint aber wirklich da hinten rüber zu gehen. Da, und ich glaube, wenn wir nämlich da sind, dann dürfte die Folge doch wieder recht lang gewesen sein. Und ich denke mal, die vorherige auch. Da weiß ich jetzt nicht so ganz genau, weil ja, ich nehme ja eigentlich immer so am Stück auf. Und guck jetzt mittlerweile hier, also bei The Long Dark, da habe ich eigentlich auch gar keinen Timer mehr zu laufen. Da mache ich das, ja, mehr so nach Gefühl. Ich schaue zwar kurz immer mal so zur Clock hinter mir, wann ich dann starte, aber das war's dann auch. Das ist hier wirklich eher so nach Gefühl aufnehmen jetzt, zeitlich. Alter. Lass mich bloß in Ruhe. Oh, jetzt ist das gleich wieder komplett rot. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Ach du Scheiße, nee, da kommt jetzt erst die Lore, ne? Ach du Kacke. Nee, Scheiße, ich glaube, das war noch ganz schön weit, ne? Nee, das war hier. Alter, ich habe hier eben schon Trapsen gehört. Lass es bitte hier sein. War hier das Häuschen von uns? Bitte, bitte, bitte. Ja, das ist doch schon. Oh, danke, Alter. Ey, wir haben das gerade so gepackt. Jetzt ist es gleich komplett rot. Die Ausdauer. Oh, komm schon, Alter. Schnell. Die letzten Meter trennen uns vor der Kälte. Oh, Alter, Leute, das ist kaum zu glauben, dass wir das noch gerade so gepackt haben. Weil ich dachte eben, das ist doch noch ein Stückchen weiter, aber nein. Ein Glück. Ein Glück ist dem nicht so. Lagerbüro, wir sind wieder zu Hause. Leute, wir sind wieder zu Hause, wir haben die packt. Wir haben die packt. Ja, und wir legen uns jetzt auch gleich direkt ins Bett. Wir werden hier erstmal noch ein Ründchen schlafen. Und ich werde mich mit diesen Worten von euch erstmal wieder verabschieden. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.